Meine Vögel. Fußspuren im Schnee führen zum Vogelhaus. Ich gehe den Weg hinauf, den Fußspuren nach. In meinen Händen trage ich Sonnenblumenkerne und Erdnüsse. Da oben steht das Haus mit Spitzdach, runder Öffnung im gelb angestrichenen Giebel, darunter ein Brett, umgeben von einem schmalen Rahmen, ebenfalls gelb. Vier kurze Rundstäbe verbinden das Brett mit dem Dach, tragen es wie Säulen. Ein Körnerpalast für die Vögel. Kleine, gefiederte Körper, denen ich mich zur Freundin erklärt habe. Sie sind nicht da. Ich sehe sie nie am Vogelhaus. Manchmal fliegen Rotkehlchen oder Zaunkönige aufgeregt herum, wenn ich in den Obergarten gehe. Es müssen doch meine Freunde sein. Sie singen so schön. Doch ich kann sie nie beobachten, wenn sie Körner, Kerne und Nüsse picken, denn das Vogelhaus ist vom Wohnhaus aus nicht zu sehen, nicht einmal durch die Dachfenster. Von dort wird der Blick auf den Platz direkt neben dem Beet mit dem Weinstock, dem Rosmarin, den Salbeipflanzen und den Königskerzen vom Scheunendach verdeckt. Das Vogelhaus steht auf einem Pfahl, ein wenig schief, wie ein Briefkasten steht es da. Gelb zu gelb, dachte ich, als ich im vergangenen Sommer die Königskerzen neben den Pfahl pflanzte. Wenn die Königskerzen im nächsten Sommer in die Höhe wachsen, öffnen sich ihre lyrisch zartgelben Nachtblüten, vielleicht neben dem leuchtend gelben Giebel oder sogar vor der runden Öffnung darin. Im Winter werden sie sterben und wieder Platz machen für meine Hände mit dem Vogelfutter. Nun äuge ich in das Häuschen. Nur kleine runde Körner, senfgelbe Kügelchen, liegen auf dem Brett, alle an die untere Kante aufeinander gerollt. Die lassen meine Vögel immer übrig. Ich öffne die Hände und schütte Sonnenblumenkerne und Erdnüsse durch den offenen Rahmen auf das Brett. Dann gehe ich wieder. Ein zweites Paar Fußspuren führt nun zum Vogelhaus hinauf und wieder zum Haus hinunter.